Alter, hat der schöne Haare, Alter. Guck mal, bei mir ist Strohkopf, Alter. Nee, du hast Strohkopf. Welche Haare? Hey. Du hast keine. Natürlich hab ich auch. Wo hast du Haare? Da, ein bisschen. Das sind Haare. Du packen kannst. Du bei dir. Ey, du hässlich. Lass meine Haare in den Kopf. Ich bin Farbe da oben. Maestro! Komm mit hinein. Hallo. Hallo. Dein Name ist Ahmed. Hallo Ahmed. Was geht ab, meine lieben Freunde? Hier ist euer Switchface. Neben mir unser Maestro Ilias. Was geht ab? Und ganz hinten Marco, den kennt ihr ja. Leute, wir sind hier bei Kartek und wir haben ja einen kleinen Umbau gestartet. Ich habe ja schon in einem Video erwähnt, ich habe hier von dem Meister den E32 abgekauft. Dankeschön. Bitteschön. Sehr lieb von dir. Mein und Herz tut noch weh. Ach, wird er doch nicht. Ist ein guter Händen. Ja, trotzdem. Jedes Auto, das ich hergebe, tut weh. Ja, kenne ich. Auf jeden Fall habe ich ja das angesprochen gehabt, dass wir im Motor etwas anstellen werden. Und zwar geht es jetzt hier drum, wir haben hier den M62B44 Motor, den wir jetzt komplett zerlegt haben. Ein paar Leute haben das auf der Insta-Story natürlich auch gesehen. Ich habe schon ein paar Sachen geleakt gehabt. Und in diesem Video werdet ihr jetzt komplett erfahren, was wir mit dem Motor anstellen werden oder versuchen hinzubekommen. Und ich würde sagen, Ilias, ja, wir starten und zeigen mal, wie es hier hinten aussieht. Ja, so hier sieht man, dass wir den Motorblock weitestgehend zerlegt haben. Das nennt sich Rumpfmotor. Eine Sache haben wir dran gelassen, damit wir es den Jungs mal, den Leuten mal zeigen können. Das hier ist die berüchtigte V-Schiene, die sehr gerne kaputt geht. Hier oben an den Zungen oder an den Enden brechen diese V-Schienen. Ich mache sie jetzt kaputt. Aua. Ganz gerne mal ab. Auf der anderen Seite ist es schon so passiert. Diese Kunststoffteile landen dann unten in der Ölwanne. Wenn es ganz blöd läuft, könnte die Ölpumpe dadurch zu wenig Öl ansaugen. Und ja, dadurch entstehen halt Rasselgeräusche im Motor. Und dann wird es relativ teuer, weil es viel Aufwand ist, die zu tauschen. Ne? Wenn der Motor halt nicht wie auf einer Werkbank jetzt hier liegt. Im besten Fall Motor raus, oder? Nee. Also bei mir 39 machen das viele mit eingebautem Motor und brauchen irgendwie zwischen 12 und 14 Stunden. Das ist ungefähr so die Vorgabe. Ich habe bei einem X5 das schon gemacht. Sehr viele Kleinteile, die ganze Front zerlegen. Und das waren vielleicht 15, 18 Stunden, wo du dann brauchst, wenn du alles richtig machst. Und hier haben wir einfach den Motor schon draußen und dann ist eine Sache von einer Stunde ungefähr. Wenn man richtig. Hat. Ja, bevor wir den Motor natürlich wieder zusammenbauen, stellen wir einen gewissen Befund fest, wie gut der Motor noch ist. Zuerst ganz kurz. Ja. Der hat wie viel gelaufen? Kilometer waren 314.000 oder 317. Und ist aus einem Automatik, dadurch etwas weniger Belastung bezüglich Drehzahlen. Und der Motor hat gar nicht so einen großen Verschleiß aufgewiesen, wie gegebenenfalls erwartet, weil auch die V8-Motoren hier schmale Lager haben. Das ist ein Gleitlager von der Kurbelwelle. Und dadurch, dass diese Gleitlager relativ schmal sind, haben wir eine relativ gute Beschleunigung, weil die Masse in den V8-Motoren auch relativ gering gehalten wurde. Alu-Block ist schon mal leichter wie Gussblock. Und diverse Teile werden einfach schmaler gehalten von der Bauform. Wollen wir mal ganz kurz die Lagerstellen den Leuten zeigen? Ja, können wir machen. Also ich versuche es mal so zu halten mit dem Licht. Wir haben hier Zweischicht- und Dreischichtlager, die es gibt. Das muss meiner Meinung nach noch ein Dreischichtlager sein. Und wir sehen hier, dass ja, ein gewisser Verschleiß vorhanden ist, aber jetzt nicht so, dass es unbedingt raus muss. Also ich habe in meiner Karriere schon Lager gesehen, die waren sehr stark kupferfarben oder messingfarben und sind auch schon breit geklopft gewesen. Also das heißt, das Lager war untenrum breiter. Das ist das Lager vom Pleuelfuß. Das bedeutet, das sitzt unten an der Kurbelwelle. Und das Lager oben an der Kurbelwelle, wenn der Motor zündet oder der jeweilige Zylinder zündet, sieht man hier, kommt schon leicht diese messingfarbene Tragschicht vom Pleuellager hervor. Jetzt klipsen wir die mal aus. So. Optisch sieht man das nicht, dass es irgendwie schmaler ist wie das obere.
Wie das untere? Nein, das sieht man nicht. Okay. Sondern man sieht einfach nur, dass der Verschleißgrad höher ist. Ne? Und das ist, wenn, der jeweilige Kolben zündet und dann halt das Kraftstoff-Luftgemisch entzündet wird und dieser Druck im Brennraum herrscht. Und hier, dann das Pleuel beschleunigt wird und nach unten geht. Und das ist der Druck, der da entsteht und auch der Verschleiß. Und hier sieht man dann quasi die erste Kupferschicht? Nee, das ist die letzte Schicht in dem Fall. Ach, die letzte schon? Genau, die jetzt einfach schon rauskommt. Ne? Mhm. Also es werden jetzt vielleicht noch, ich sag jetzt mal, je nach Fahrweise zwischen 10 und 20, 25.000 Kilometern, wo man dann irgendwann dann schon sehr viele Metallspäne im Ölfilter findet, weil sich die Lager einfach abtragen. So ist das dann. Ne? Sieht man und das? Die machen wir natürlich alle neu. Natürlich. Ne? Ja, wir haben... muss dieser Motor natürlich modifiziert. 7 Zylinder statt 8, wenn man weniger Kraftstoff gebraucht hat. Ne, hier sieht es halt folgendermaßen aus. Also wir haben hier unsere Kolben noch drin, bis auf einen hier hinten. Den haben wir schon mal rausgemacht. Mal kurz durchwischen. Ja, ich muss hier rüber. So. Und da sieht man einfach, dass da wirklich nicht große Laufspuren drin sind. Also er hat nicht gefressen. Für die Kilometer ist das ziemlich gut. Der Motorblock wird trotzdem komplett gereinigt, gegebenenfalls nachgeschliffen bezüglich Kreuzschliff, damit das Öl wieder an der Zylinderwand haftet. Jawohl. Oder besser haftet. Kolbenringe kommen neu rein. Für die Kolben habe ich mich jetzt erstmal dagegen entschieden, weil die meines Erachtens nach noch gut aussehen. Können wir die auch mal zeigen? Ja, einen haben wir hier ausgebaut. So. Also, das ist der Kolben. Wenn jetzt der Verschleiß an den Kolbennuten oder ja, der Luftspalt an den Kolbennuten zu groß wäre, würde der Kolbenring wie eine Pumpe wirken, also hoch und runter wandern, also anschlagen und an der Zylinderwand schräg runter und hochlaufen. Sieht für mich noch ziemlich gut aus. Deshalb neue Kolbenringe. Wir werden das Kolbenhemd ein wenig kürzen. Das ist jetzt hier schon ein bisschen markiert, ganz leicht, um etwas Gewicht rauszunehmen. Man kann das nur bedingt. Also quasi hier das markierte. Genau, hier der unterste Punkt wird hier rausgenommen. Man kann nicht zu viel wegnehmen, weil man irgendwann natürlich auch den inneren, die Innereien oder das innere Material des Kolbens trifft. Zeigen wir es mal? Ja, können wir zeigen. Hier. Ja, also wir haben hier oben diese Kante, die wir da wegnehmen. Vielleicht können wir noch ein bisschen weiter rein. Das Kolbenhemd hat zum einen auch noch die Funktion, dass man einfach den Kolben geführt im Zylinder laufen lässt. Was bei diesen relativ flachen Kolben schon ja, in gewisser Weise wichtig ist, aber ein wenig Material werden wir abtragen können, ne? Um einfach Gewicht einzusparen. Genauso wie hier an dem Pleuel, da werden wir hier die Kante brechen, hier reinfahren, hier rüberfahren und das Innen und Außen. Hier ist das schon von BMW so vorgegeben, um die Pleuel leichter zu machen und wir werden hier auch nochmal ein paar Gramm rausholen, um einfach die Masseträgheit vom Motor noch zu verbessern. Das bedeutet, was hat man dadurch? Bessere Beschleunigung, weniger Masse, die beschleunigt werden muss. In dem Fall ja, ein besseres Ansprechverhalten oder ein Gasverhalten. Allzu groß wird es jetzt nicht mehr. Aber gewinnt man dadurch, indem man das reduziert? Man wird etwas mehr spüren oder etwas, ja, einen leichten Unterschied wird man auf jeden Fall spüren, denke ich. Wenn wir da es schaffen, irgendwie zwischen 300 und 500 Gramm rauszuholen, ist das schon ein bisschen was. Das wäre nice. Ja. So, dann haben wir, wie gesagt, hier den Block nochmal. Zum Verständnis, wie Kolben laufen. Lustig, du fährst dann 7 Zylinder. Weil der eine fährt. Machen wir das. Genau. Also, einfach mal ruhig laufen. So läuft das Ganze. Genau. Der schöne 7 Zylinder. Genau. Hier ist es dann egal, ob man auch in Gegendrehrichtung dreht, solange keine Kette drauf ist. Mhm. Ganz wichtig. Ne? Was würde passieren, wenn die Kette jetzt drauf wäre? Wenn sie komplett montiert wäre, würde der Kettenspanner zurückgedrückt werden. Und die Nockenwelle ist nicht mehr genau geführt durch die lose Kette und die Kette springt über. Dadurch stimmen die Steuerzeiten nicht mehr vom Motor. Das wäre natürlich nicht gut. Nö, im blödesten Fall passiert sowas. VW ist sehr bekannt dafür. Das heißt, am Motorblock selber haben wir eigentlich so gut wie jetzt alles besprochen. Mhm. Ja. Okay. Kettenrad kommt natürlich auch neu, das ist das hier. Irgendwann werden die Zähne relativ scharfkantig. Könnte dann auch passieren, dass vielleicht ein Stück abbricht, wenn es zu scharfkantig ist. Hier ist der Kern weich und die Zähne sind hart. So ist das Kettenrad aufgebaut. Mhm. Und irgendwann, wie gesagt, kann sowas mal vorkommen.
Ja, dann haben wir Zylinderkopf. Das hier ist der Zylinderkopf von einem 8-Zylinder, also jeweils 4 Zylinder pro Seite. Also war es jetzt doch 8 oder 7? Ja, wir machen 8, komm. Nur weil du es bist. Ne? So, hier haben wir die Auslassseite vom Zylinderkopf. Auf der anderen Seite haben wir die Einlassseite. Die interessantere Seite? Ja, könnte man so sagen. Da können wir gleich anfangen, was wir da vorhaben zu modifizieren. Genau, hier haben wir aus den 90ern natürlich den Motor, ich brauche mein Licht nochmal. Mhm. Hier. Da wurden die Alu-Zylinderköpfe von der Beschaffenheit immer noch relativ rau gehalten hier im Innenraum. Ja, guck mal, man sieht es perfekt. Ja. Und hier werden wir mit einer biegsamen Welle, so nennt sich dieses Werkzeug, mit einem konischen Schleifklotz oder Schleifaufsatz reinfahren und werden bis hier vorne hin zur Moment. Ventilführung. Ich versuche das zu zeigen. Also es sind ungefähr so 40, 45 mm. Mhm. Werden wir reinfahren und werden diese Fläche hier innen drin glatt schleifen und dann Hochglanz polieren. Dadurch haben wir einen besseren Strömungseffekt oder eine bessere Verwirbelung vom Kraftstoff-Luft-Gemisch im Zylinder und dadurch auch bessere Füllung. Ja. Bringt bei guten Motoren, wenn sie richtig funktionieren, bis zu 2 PS pro Kanal. Heißt, geil. Beim 8-Zylinder könnten 15, 16 PS dadurch zustande kommen. Wir werden aber definitiv auch die Auslassseite leicht bearbeiten und dann mit einem Fächerkrümmer versehen, sodass das Ganze schneller vonstatten geht. Umso schneller die Abgasgeschwindigkeit in dem Fall ist, desto besser ist es. Ja. Richtig. Ja, dann gibt es die zwei renommierten Firmen bezüglich Nockenwelle. Es gibt eigentlich 3. Schleicher, Debilas und Schrick. Und für den M62 bekommen wir leider keine Nockenwellen mehr. Die sind alle aus dem Programm genommen worden. Davon leider. Aber die Firma Debilas bietet es an, die Nockenwellen umzuschleifen. Das heißt, wir werden die Spreizung der Nockenwelle verändern und dadurch etwas mehr Kraftstoff-Luft-Gemisch in oberen Drehzahlen bereithalten und dadurch natürlich auch etwas mehr Leistung zu fahren. Das heißt, man ändert den Schliff der Nocke leicht ab. Diese Geometrie wird verändert. Ich versuche das gerade bisher festzuhalten. Ja, hier ist es eigentlich. Ach, da sieht man es perfekt. Genau, das ist ein spitz zulaufender Nocken. Und wenn man jetzt die Nockenform ändert, dass die Spitze weiter links oder weiter rechts, das ist jetzt von Nockenwelle zu Nockenwelle unterschiedlich, also Auslass- und Einlassseitig, versetzt, dadurch erhöht man die Geschwindigkeit, wie schnell das Einlassventil aufgeht, wie lange es offen bleibt und wie schnell es wieder zugeht. Und das bringt natürlich dann im oberen Drehzahlbereich auch mehr Leistung. Da gibt es symmetrische und asymmetrische Nockenwellen bezüglich Drehmoment oder bezüglich Drehzahl. Ne? Natürlich, falls wir das bekommen sollten. Wenn das die Bilas noch anbietet, dann werden wir das tun, denke ich. Auf jeden Fall. Ja, und dann natürlich Stößel alle anschauen, Ventile anschauen. Ventile werden neu eingeschliffen. Ich leuchte nochmal. Ich brauche mal hier eine Lampe. Hey, bitte mal an. So. Hier sitzen jetzt noch Einlass- und Auslassventile im Zylinderkopf. Einlassventil ist immer größer als Auslass. Okay. Und wenn das Ventil schließt, sitzt es auf dem Ventilsitz auf. Das Auslassventil ist eigentlich immer der große Arsch im Motor, denn das hier bekommt die höchsten Temperaturen ab. Man sieht es ja auch. Genau. Also hier sind ungefähr 1500 Grad, die wenn es geöffnet ist. 1500 Grad. Wenn das Auslassventil geöffnet ist, die reinströmen. Das Auslassventil hat hier die Hitzeaufnahme und gibt sie an den Ventilsitz ab. Der sitzt hier innen drin. Das ist nochmal ein Stahlring. Okay, jetzt habe ich eine Frage. 1500 Grad. Ja, wir haben Verbrennungstemperaturen bis zu 2620 Grad hier drin im Zylinder. Boah. Ja. Das heißt im oberen Drehzahlbereich, oder? Nein, generell. Wenn gezündet wird, je nach Zündspannung und je nach Zündlast oder nach Last vom Motor, haben wir diese Temperaturen. Bei Direktanspritzern ist die teilweise sogar noch höher, bis zu 3000 Grad. Krass, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Und deshalb sollte man, wenn man Dinge durchdenkt oder umbauen will, natürlich immer darauf achten, dass man es richtig macht. Großer Turbo heißt nicht immer, dass es immer funktioniert. Mhm. Dann braucht man auch große Einspritzdüsen. Warum? Er läuft zu mager oder er wird zu heiß. Ne? Und deswegen gibt es dann ein Loch, meistens hier drin, im Kolben. Weil der Kollege hier aus Aluminium ist und mit einem Stahlmantel versehen ist
und irgendwann brennt der Kolben halt durch. Was wir noch machen werden, ist die Verdichtungserhöhung. Bei Turbo-Umbauten wird sie reduziert, hier bei Saugern wird sie erhöht. Das machen wir wie? Genau, wir müssen erstmal rausfinden, wie hoch die Verdichtung aktuell ist. Mhm. Und dann wird das Verdichtungsverhältnis erhöht, indem man Material vom Zylinderkopf bis zu einem gewissen Punkt nur abschleift und den Brennraum höher verdichtet, indem er dann näher zum Motorblock sitzt. Ja? Umso näher er sitzt, desto höher ist dann die Verdichtung, desto höher ist der Verdichtungsdruck, der Kompressionsdruck und die Leistung oder die Belastung auf den Lagern. Dadurch gibt es natürlich auch ein bisschen mehr Leistung. Wie viel das ist, kann ich so nicht sagen. Es hört sich auf jeden Fall besser an. Da hast du doch was umgebaut. Dann kannst du das auch kurz erwähnen, was für einen Unterschied das gemacht hat an deinem. Also ich habe bei meinem E30, das ist ein 2,7 Liter Umbau, habe ich die Verdichtung von 8,8 auf 10,2 zu 1 erhöht. Und das hat ein schönes Bollern im Stand verursacht, aufgrund von Nockenwelle natürlich und geänderter Motortechnik. Und natürlich ist der Kraftstoff, den man tanken sollte, dann der sollte höher sein oder die Klopffestigkeit sollte höher sein, weil sich der Kraftstoff sonst zu schnell entzündet. Super Plus, Ultimate sind dann die Kraftstoffe, die man fahren sollte. Und genau den werden wir auch noch filmen. Wen? Achso, mein E30? Ja. Ganz genau. Nicht nur den einen. Gut. Weil hier hinten ist halt immer noch etwas, was wir noch nicht gefilmt haben. Ja. Ventildeckel werden gepulvert. Ja, Mann. Das übernimmst du. Auf jeden Fall. Die werden wahrscheinlich schwarz. Mhm. Da gibt es also so einen Autohersteller, bei dem sieht das ganz geil aus. Das will der, muss die auch haben. Also nicht nur den. Die Nockenwellendeckel, das sind die hier. Genau, die werden, die werden alle gestrahlt, ganz genau, gepulvert. Und dann haben wir den Kettenkasten, so nennt sich das. Kurbelwelle, das ist der untere. Und so ungefähr sieht der V8 dann von vorne aus. Ich liebe es. Diese Form ist einfach die richtige. Ja, dankeschön. Bitteschön. Geil, und die werden auf jeden Fall gepulvert. Ja. Mit Ventildeckel und dann wird das schon ziemlich sexy aussehen. Bestimmt. Ne? Safe. Da muss man halt jede Woche putzen, aber ist egal. Das kommt natürlich auch. Und hier haben wir so ein paar gewisse Teile vom Motor. Die habe ich an einem Wochenende quasi auseinandergebaut. War auch eine schöne Erfahrung für mich. Allerdings haben wir das nicht gefilmt, weil, keine Ahnung, ich denke mal, das ist ein bisschen uninteressant, wie man es zerlegt, eher zusammenbaut, wird interessant und die Innereien. Man sagt ja so schön, die inneren Werte zählen. So ist es. Was willst du sagen? Nichts. Nichts. Und ja, und jetzt sind wir halt so weit gekommen und können euch sehr schön quasi den Kolben und die Pleuelagerschalen präsentieren und alles Mögliche und was wir auch mit dem Motor hier vorhaben. Genau. Und der Zusammenbau wird lustig, spaßig. Auf jeden Fall. Und das ist auch das Interessanteste eigentlich am Auto, in meinen Augen. Das ist das Herz. Ja. Und das Herz muss pumpen, es muss funktionieren. Muss. Jetzt werden wir noch die Kolben rausmachen, Kurbelwelle noch ausbauen, lassen sie polieren an den Lagerflächen für die Pleuel. Denn wir haben im Motor ungefähr 8% Reibverluste. Hilfst du mir kurz? Hier sitzt die Kurbelwelle drin. Ich komme. Jawohl. Es sind immer zwei Pleuelfüße am V8 montiert. Das bedeutet, am unteren hier, ne, das ist Hauptlager. Da unten sieht man es noch. Da muss ich aber weiter reinleuchten. Warte mal. Machen wir. Gib dann mal Licht. Da sieht man das, dass hier die Fläche, die ist, die befestigt wird mit dem Pleuel, mit dem Pleuelfuß. Und hier wird nachgemessen und leicht nachpoliert, gereinigt, damit da einfach, ja, zum einen Sauberkeit entsteht und zum anderen aber auch die Fläche glatt ist, damit weniger Reibung zwischen Pleuelfuß oder Pleuel an sich und der Kurbelwelle ist. Ja? Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir das erwähnt haben. Pleuel lassen wir auf jeden Fall auch polieren. Die werde ich polieren. Indem ich sie halt hier bearbeite, an den Kanten, was ich vorhin gesagt habe. Und dann wird es sehr, sehr glatt geschliffen mit sehr feiner Körnung. Mhm. Und dadurch werden die halt poliert und dann aussehen wie krumm oder wie verkrumm.
Also jetzt ganz kurz, machen wir einen Faktencheck. Poliert wird Kolben? Nein. Pleuel? Pleuel. Kurbelwelle? Kurbelwelle und genau. Die... Und die Kanäle. Und die Kanäle, ganz genau. Und geschätzt, was denkst du, auf was für eine Leistung wir kommen werden? Sagen wir mal, ohne eine scharfe Nockenwelle, falls wir die nicht herbekommen sollten. Je nachdem, wie die Einbautoleranzen vom Motor vorher waren, haben viele 286 PS Motoren auch nach oben gestreut. Jetzt nicht extrem, aber wir haben einen gemessen, nur mit einer geänderten Abgasanlage, ohne Fächerkrümmung mit 304 PS. Mhm. Statt 286 war kein Kennfeld drauf. Ich sag mal, zwischen 305 und 315 wären definitiv realisierbar. Ohne Kernfeld? Ja. Genau. Und mit Fächerkrümmung und Kernfeld? Und Nockenwellen sind 325 bis 350 PS, je nachdem, wie gut ein Motor ist. Mhm. Wenn jetzt Kolbenringe natürlich geändert werden oder wieder neu reinkommen, verändert man den Verdichtungsdruck, den Kompressionsdruck. Das Verdichtungsverhältnis wird in gewisser Weise eine Rolle spielen. Und dann sehen wir mal, was er auf die Rolle bringt. Ich bin sehr gespannt, was aus diesem Schatzi passieren wird. Wirklich. Wenn der läuft, dann laufe ich auch, Alter. Wir lassen es euch auf jeden Fall wissen. Auf jeden Fall. Wir haben natürlich schon gewisse Sachen bestellt, die jetzt hier auf der Werkbank schon liegen. Jetzt bin ich schon fast gebrettert. Wohin kommt die rein? Kofferraum, oder? Kofferraum, oder? Nee. Die bleibt bei uns. Wir haben den Steuerkennzeichen hier liegen. Jawohl. Der neu reinkommt. Von Febi. Richtig. Kettenspanner, V-Schiene, Gleitschiene, Spannschiene. Ist alles mit dabei. Die Kette für die Ölpumpe werden wir uns noch besorgen. Kettenrad haben wir schon. Auf jeden Fall. Dann haben wir natürlich die Riemen, Filter, Anlasser, diverse Fahrwerksteile wie... Die schönen Bildsteindämpfer. Leider sind die vorderen nicht gekommen. Da müssen wir hinteren. Noch. Sind es die vorderen oder die hinteren? Die hinteren fehlen. Ach, die hinteren fehlen. Oh, jetzt ist sie auch erst zum ersten Mal. Das ist der hintere Dämpfer. Entschuldigung. Was ist da drauf? Was ist da drauf? Was ist da drauf? Da ist schon ein kleines. Das ist doch Kinder Deutschland, oder? Ja, das ist da, wo der Herr Lauda ein wenig Probleme hatte, vor vielen Jahren. Nürburgring Edition Bildstein W8 ist meiner Meinung nach bei festen Fahrwerken das beste oder der beste Kompromiss, den man machen kann. Ich bin gespannt, wie er sich verhalten wird im Auto. Ja. Dann natürlich Zylinderkopfdichtung, kommen neu rein. Muss. Diverse. Aber ich finde die alten gehen auch noch, oder? Nö, also... Meinst du, gerade klopfen reicht? Bestimmt. Gucken wir mal. Man macht es ja so. Perfekt, Mann. Guck mal. Das ist Note. Das tut es Note, dass wir das so machen. Tut es Note. Geil. Also, und das muss so sein, oder? Ja, also ich würde sagen, wir kriegen das hier einfach so rum und dann bauen wir es wieder ein. Nee, das ist einfach eine mehrlagige Zylinderkopfdichtung. Ich habe erst immer gedacht, das ist nur eine Lage. Es gibt einlagige und es gibt mehrlagige. Hier bei Alu-Motorblock und Alu-Zylinderkopf ist es meistens so, dass Metalldichtungen drin sitzen. Ja, die arme Dichtung hat eigentlich eine ziemlich schwere Aufgabe. Chemischen Reaktionen entgegenzusetzen oder auszuhalten. Also Kraftstoff-Luft-Gemisch, Benzin ist immer giftig oder halt auch... Brennt sehr heiß, ne? Ja. Und hier einfach auch Öl- und Wasserkanäle voneinander zu trennen. Es gibt da so ein paar Autohersteller. Gimbal, hast du keinen Bock mehr, oder? Guck mal, jetzt geht's komplett ab, ne? Warte. Sorry, Leute. Auf jeden Fall. Wasserkanäle und Ölkanäle sollen auch getrennt bleiben. Wir haben hier die Wasserkanäle, die um den Zylinder... angesiedelt sind, dann die Ölkanäle, Rücklauf, Vorlauf gibt es auch, das ist der Vorlaufkanal und die gehen halt auch mal kaputt. Ne? Leider Gottes. Richtig, aber hier war es ganz gut, es waren immer noch die ersten und die haben funktioniert. Also, gib mal einen Hammer, dann machen wir die wieder gerade. Ich sag doch, die sind noch gut, die kann man einbauen. Ja, vielleicht würden es einige Leute machen. Bestimmt.
Aber ja, wir machen es jetzt. Wir machen es jetzt, weil wir wollen ja. Wir wollen ein Auto reparieren. Natürlich. Kannst du lassen, ne? Kann man so sagen. Ja, das haben wir wieder. Auf jeden Fall. Ja, haben wir natürlich neue da. Und die kommen dann noch rein. Bevor wir zum Ende kommen. Ja. Ich will, dass du einmal den Leuten deine lustige Story erzählst über Jesus Bolt. Ach so, ja, das ist der Kollege hier. M22 mit 27er Schlüsselweite und dieser Kollege hier wird mit 460 Newton befestigt. Wenn der Motor 15 Jahre lang gefühlt in diese eine Drehrichtung dreht, ja, dann wird diese Drecksschraube ziemlich fest. Mhm. Und ich hatte das Problem bei dem anderen V8, den wir drüben stehen. Wir müssen betonen, bei meinem hatten wir Glück. Bei dem hatten wir Glück, damit, den haben wir mit dem hier gelöst. Snap-on, 952 Newton, Losbrechmoment. Ich habe die Schraube oder die Hülse hier von der Schraube habe ich ungefähr 10 Minuten punktuell erwärmt, aber nur mit dem Heißluftfilm. Ja. Und mit einem geladenen Akku hat es dann der Schlagschrauber geschafft. Bei dem anderen Motor haben wir das leider nicht geschafft. Da haben wir den Knebel hier verwendet. Der Motor war kompletter, da waren die Köpfe drauf. Der Motor war auf dem Motorständer drauf. Vier Jungs standen auf dem Motorständer drauf. Also ungefähr so geschätzte 500, 520 Kilo. Und deshalb bestimmt nur wegen Mario, oder? Der alleine wiegt ja 150. Nein, Mario. Mario, grüß ihn raus. Das halbe Hemd hat dann an der Schraube gerissen und hat es aufgemacht. Ja, und die Jungs standen noch knapp 10 cm in der Luft. Also es war eine ziemlich schwere Geburt. Hier war es wirklich easy. Bei dem X5 damals, als ich das gemacht habe, habe ich, glaube ich, 2 Stunden lang mit dem guten Kollegen hier drauf rumgeballert, immer wieder erwärmt und hat dann auch funktioniert. Bei uns gefühlte 10, 15 Minuten, ne? Ja, 15 Minuten ungefähr. Mhm, mit der Wärme und sowas. Genau, da hast du auch, ja. Zum Glück ging es so, ne? Manchmal ist es ziemlich unfair, die Schraube. Und wenn die zu warm ist, also wenn man es mit dem Brenner macht und sie abreißt, dann halt Kurbelwelle in den meisten Fällen ersetzen, weil das kriegst du nicht rausgebohrt. Würde ich nicht probieren, wenn ich keine Metallstahl dabei habe, also keine spezialisierte Firma wäre oder bin, würde ich nicht. Ja. Marco? Ich hatte mal die Schraube. Bei meinen 5. Nee, lass sie abgerissen? Nein, Gott sei Dank. Ich war kurz davor. Aber die ist gekommen, wurde die rausgeflogen. Ja. Ja, das hatte ich richtig Glück. Die fällt so auf den Boden und auf einmal klack ins Heiß. Marco? Ja? Ich würde gerne dich was fragen. Was? Doch. Was hältst du vom Umbau? Vom Umbau? Mhm. Sinnlos! Sinnlos! Nein. Wird schon witzig. Also wird spaßig. Mhm. Mich würde es auch am Ende interessieren, wie das läuft. Wie sein Drehzahnband aussieht. Ja, Mann. Elastizität vom Motor. Ja. Das wird Gasannahme. Natürlich. Die 400 Kubik sind ungefähr 40 Newton, die der M62 B44 schon mehr aufweist. Die 40 Newton spürst du jetzt nicht wirklich. Je nach Getriebeübersetzung und Hinterachsübersetzung würde ein spürbares Beschleunigen definitiv spürbar sein. Das habe ich jetzt doppelt gesagt, aber okay, sorry. Spürbar. Ja. aber durch Verdichtungserhöhung, Nockenwellen, Abgasanlage ist es in einem 7er BMW aus den 90ern bestimmt eine richtig interessante Sache. Und in den meisten Fällen ist es so, dass du nicht mal mehr wirklich mehr Kraftstoffverbrauch hast. Also wenn du einen E30 genommen hast, 320, der hat 9,5 Liter gebraucht und ein 325 hat 9 Liter gebraucht. Weil mit der gleichen Fahrweise, aber einem höheren Wirkungsgrad vom Motor, senken wir auch den Kraftstoffverbrauch. Wir müssen ja nicht so weit das Gas durch. Genau, richtig. Ja. Und es wird eine sehr interessante Geschichte, weil das einfach ein schönes Auto ist. Auf jeden Fall. Guter Motor. Und die Motoren sind, wenn man sie pflegt und hegt, für die Ewigkeit gebaut. Also ich habe da nie wirklich große Probleme gehabt mit denen. Ja. Also wir haben noch etwas zum Erklären, aber erstmal mache ich hier das Hauptlager, das nicht will, raus. Das sind die Hauptlager, aber wir haben hier immer bei der Kurbelwelle an einem Hauptlager von der Kurbelwelle 2 Schalen.
Da war noch eine. Geh ich glaube runter. Okay. Die brauchen wir. Also hier ist ein Netz. Ich hab's. Hast du? Wie immer die italienische Mafia am Start. Napoli. Hey. So, wir haben hier diese zwei Schalen oder diese Führungen für eines der Hauptlager und zwar aus folgendem Grund. Jedes Mal, wenn man die Kupplung tritt, passiert was mit der Kurbelwelle? Man drückt also aufs Kupplungspedal, betätigt mit ungefähr 150 Newton Pedalkraft den Geberzylinder. Der leitet den ganzen Druck und da wird Bremsflüssigkeit verwendet. An den Nehmerzylinder. Der Nehmerzylinder fährt aus, drückt die Ausrückgabel an das Ausrücklager. Das Ausrücklager drückt auf die Druckplatte drückt auf die Kupplung. Wie wir haben gedrückt und gedrückt. Und auf das Schwungrad. Und das Schwungrad wird gedrückt gegen die Kurbelwelle. Axiales Spiel. Also jedes Mal, wenn man die Kurbelwelle tritt und startet bei Kaltstart, was man ja heute bei den neuen Autos immer macht, entsteht mehr Reibung auf den Lagern, weil die Kurbelwelle nach vorne wandert. Und diese Schalen hier sind dafür zuständig, um das Axialspiel der Kurbelwelle zu minimieren oder das, wie es vorgegeben ist, zu halten. Ja? Deshalb gibt es immer diese Schalen, die das Ganze gewährleisten. Und deshalb stehe ich nie mit getretener Kupplung an der Ampel, zum einen bezüglich... Mag ich auch nicht. Zum anderen für die Lage. Für dieses Lager. Es macht gar keinen Sinn für mich, mit getretener Kupplung an der Ampel stehen. Ich kann es auch nicht verstehen. Viel zu faul, die Wade tut weh und jedes Material hat schnell verschleißt. So sehe ich das auch. Also ich kriege auch Wadenkrämpfe, wenn ich dauerhaft auf der Kupplung stehen muss oder hatte oder sollte. Auf jeden Fall kann ich das auch nicht verstehen. Nee, ich mache das nicht. Wir machen das nicht. Wir machen das nicht. Wir machen das anders. Leute, krasses Projekt. Ich liebe diesen M62 B44 Motor. Deshalb habe ich mich auch für den entschieden. Ja, in meinem E32 ist der 3 Liter V8. Deshalb kommt der raus und wir kriegen 1,4 Liter mehr. Das wird klangtechnisch geil, leistungstechnisch geil. Und ich wollte schon immer, das ist auch so meine To-Do-Liste drauf, bevor ich sterbe, wollte ich schon immer einen Motor mal selber zerlegen und zusammenbauen und einpflanzen, quasi die Hochzeit stattfinden lassen. Wenn ich schon so nicht heiraten kann, dann halt so, Alter. Und wenn der Motor startet, Alter, dann habe ich einfach aus meiner To-Do-Liste nächster Haken drauf und dann kann ich auf in Ruhe sterben gehen. Es ist auf jeden Fall was Geiles, es ist eine krasse Erfahrung und auch Motor zerlegen ist krass, zusammenbauen wird geiler, definitiv, und sobald der läuft, geil. Ich glaube, dieses Gefühl wird man dann später nicht beschreiben können. Jetzt ist mir noch so ein bisschen mulmig, weil hier was herausfinden, da was herausfinden, was können wir am Motor verändern, machen und tun. Aber ich denke, mit dem Maestro Ilias zusammen werden wir das auf jeden Fall schön meistern. Der Meister meistert! Meister! Der Meister da hinten! Und die hinten sind gerade... Europameister! Oder bist du Bademeister? Auf jeden Fall ist gerade Marco und Ilias am Motor dran. Die tun jetzt die Kurbelwelle rausholen, da wir die auch polieren lassen. Und ja, wegen der Nockenwelle müssen wir halt schauen, weil... Nockenwelle lassen wir raus. Machen wir gar nicht rein, oder? Nee. Pneumatisch betriebt der Benzino in der Form 1. Ganz einfach. Weniger Masse. Ganz einfach. Aber weniger Masse. Richtig. Ganz einfach. So sieht's hier aus. So machen wir das. Und ja, was kann ich noch großartig dazu sagen? Der Motor sollte... Ilias! Der Motor sollte 1 bis 2 Monate fertig sein, wenn es gut läuft. Ich sag mal so, für Geld tue ich alles. Geld kommt. Ist machbar. Ja, die Brieftauben sind schon unterwegs. Richtig. So. Die wurden schon aus der Türkei freigelassen, dass sie herfliegen können. So, Kurbelwelle. Und was ich noch sagen wollte, muss ich gerade überlegen. Ich bin gerade aus dem Konzept.
Ja, wie gesagt, ein bisschen mulmiges Gefühl, weil ich hasse es, Unklarheiten zu haben, sprich wegen der Nockenwelle und Klärungen etc. pp. Aber das werden wir auf jeden Fall auch auf die Reihe bekommen. Und ja, so sieht es gerade aus. So wird es gemacht. Ich nehme euch mal ganz kurz mit. Und zwar hat der liebe Kollege, der Thomas, denselben Motor hat er schon umgebaut. So. So ein bisschen Licht. Jetzt zeige ich euch den Motor. Das ist ebenfalls der M62B44 Motor 4,4 Liter V8. Ohne Vanus. Meiner ist auch ohne Vanus. Ist halt genau derselbe Motor. Der hat den jetzt schon komplett gerichtet. Der wollte einen Drifter bauen. Allerdings hat die Bilas ihn irgendwie im Stich gelassen, hat 8 Monate warten müssen und im Endeffekt hat er einfach seine Nockenwellen wieder zurückbekommen, die serienmäßig hier verbaut waren, was wirklich sehr, sehr schade ist. Und ich weiß halt nicht, warum sowas so lange gedauert hat und im Endeffekt nicht geklappt hat. Das wäre eine reine Katastrophe bei mir, da ich ja vorhabe, mit dem neuen Motor in die Türkei zu fahren und die Innenausstattung machen zu lassen und gleichzeitig ihn einfahren zu können. Und ich finde, ein Motor kann man für mich persönlich ist ein Motor einfahren auf der Autobahn einfach das Beste, weil statt ständig Start, Stopp, denke ich nicht, dass es so gut ist für den Motor, wenn er gerade neu aufgebaut ist. Deswegen auf Autobahn konstante 100, 120 fahren, zwischendurch mal eine Pause einlegen, wird ihm bestimmt sehr gut tun. Und ich denke mal auch, dass es die beste Einlaufphase ist. Und ja, wie gesagt, Thomas hat seinen Motor schon verkauft. Meinen tun wir aufbauen. Und dann bin ich mal echt gespannt, ob ich irgendwelche Probleme bekommen werde, was ich nicht hoffe, weil ich bin eigentlich hier in sehr, sehr guten Händen bei Kartec. Der Meister Ilias, der ist BMW, der kennt jede einzelne Schraube. Der sagt auch schon zu mir beim Zerlegen vom Motor, schmeiß einfach die Schraube in eine Kiste rein, ich kenne sie in- und auswendig. Die Länge, Durchmesser, was für ein Gewinde, wohin kommt und schlag mich tot. Also jede einzelne Schraube kennt der Typ auswendig. Das ist halt schon krass. Deswegen alleine würde ich mich jetzt die Sache eigentlich nicht trauen. Ich habe es auch nur gemacht, weil er da ist und weil ich auch von ihm quasi das Kfz erworben habe. Und wir uns entschieden haben, den Motor umzubauen. Und den 3 Liter V8 werden wir entweder so verkaufen, was ich gerade nicht denke. Wir werden uns höchstwahrscheinlich gemeinsam einen E30 kaufen und werden quasi in den E30 den 3 Liter V8 verbauen. Ob wir ihn dann selber fahren werden oder verkaufen werden, ist noch unklar. Gesprochen war eigentlich in Richtung zu verkaufen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was passiert. Und ja, so sieht es jetzt aus. Dieser Motor. Ach, dieser Motor. Opel Astra Motor. Nein, bitte. Achszylinder. Nein. Für Chaya. Nein. Nein, nichts mit Opel. Hallo, Baby.